Das Schloss wird nochmal richtig übel. Das hat, also, das Schloss war, glaube ich, nicht mehr das Schlimmste. Das Schlimmste waren, glaube ich, die Endgegner, die haben mich als Kind relativ häufig getötet. Diese Bäume konnten, glaube ich, auch irgendwas. Ah, okay. Damit wäre dieses Rätsel auch gelöst. Sie können auch durch Wände schießen. Ja, ekelhaft. Die Gegner scheinen nichts zu machen, wenn sie außer Sichtweite sind. Klar, es sind schon zwei. Ach, die explodieren die Dinger. Ich glaube, hier konnte man nur... Da ist ein Leben, okay. Diese Fliegen sind einfach nur dämlich, wie es scheint. Die fliegen rum und machen nichts. Guck mal, wie die Wand aufgebaut ist. Alles aus Altmüll hergestellt, wie es aussieht. Oh, das ist ja gemein. Die fliegt los. Das wusste ich nicht. Vor allem das Respawn der Gegner ist eigentlich schon ziemlich gemein. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon wieder von diesen... Wir haben schon wieder 19 Vitalitas. Konnte ich, glaube ich, so dran springen. Ich glaube, hier hinten könnte ich das... Yay, yeah, wir haben es geschafft. Okay, die kann ich zerstören, das ist gut. Wenn man zu weit weg ist, dann... kommen die auch wieder. Die kommen nicht sofort wieder, wie es scheint. Die sind auch ein bisschen schneller als wir. Warte mal kurz hier. Ah, die fliegen zurück. Blöde Kackhausflieger. Tja, wenn man es weiß, ist es auch weniger ein Problem. So, ich hasse solche Stellen. Solche Stellen werden wir noch häufiger haben. Ihr müsst übrigens aufpassen, jetzt dürft ihr das Ding nicht zu knapp dran springen. Sonst habt ihr ein Problem. Wie gesagt, ihr könnt nicht hochklettern. Dann zieht euch das nämlich auf... Oh, da ist noch mehr. Dann zieht euch das nämlich tatsächlich auf die Stacheln und das war's. Okay. Ein Herz wäre nicht schlecht. Ich hasse solche Stellen. Oh, besser. Okay. Diese komischen Venusfliegenfallen, die für mich so aussehen wie Venusfliegenfallen. Schmeißen diese Augen. Ich weiß nicht, ob ich hier links lang sollte. Alles flackert, keine Ahnung. Das hat nichts mit der Aufnahme zu tun gehabt. Hat wirklich geflackert. Ich glaube, wir sind schon fast oben.
Hoffentlich werde ich nicht erwischt. Brauchen zwei Schüsse und das ist halt echt... Ja, hier links kann ich mich erinnern, bin ich mal schön in die Falle getappt. Wenn du nämlich zu weit gehst... Boah. Beziehungsweise hier wahrscheinlich habe ich das Vitali... Nein! Mist! Ich war kurz vorm Endgegner. Jetzt muss ich wieder von anfangen, oder? Nee, von hier wenigstens. Okay. Ach so, hier. Ich habe vergessen, was ich sage. Ach so, ja, wenn du diese eine Vitali-Taste holst und dich dann halt direkt an die Wand pinst, hast du halt das Problem, dass du nicht mehr wegkommst. Also, du springst immer automatisch... Okay, gibt's einen Grafikbug. Springst immer ein Stück hoch automatisch. Das kann hier an der Stelle nicht passieren, aber an der anderen halt, wo die Stacheln halt oben sind. Ich glaube, das kommt nicht damit klar, wenn ich mich bewege gleichzeitig. Ah, ich hasse sowas. Ich glaube, hier werde ich noch ein paar Mal sterben. Ist auch noch mit einem Leben. Das ist nämlich ein Boss. Und den kann ich mich erinnern, den mochte ich überhaupt nicht. Die kommt noch nicht, die Musik, aber jetzt geht's los. Ach, die haben ja beide gleichzeitig geschossen. Das ist ja schön. Die haben sich, glaube ich, angepasst, wo du bist. Oh ja, so geht's ganz gut. Okay, ein Hammer. Ah, der ist auch weg. Und was hier unten? Tödlich? Komm, ich weiß, du willst schießen. Okay, es müsste leichter gehen. Scheint leichter zu sein. Okay. Oh, als Kind habe ich so lange an dem gesessen. Yay, yeah, wir haben es geschafft. Disco! Ich hoffe, wir haben keine Epileptiker unter den Zuschauern. Passiert noch was? Ach so, ich muss... Ach natürlich, ich muss wieder raus. Ich kann übrigens immer noch sterben. Du hast den Gremlin-Stick gekriegt. Eine unglaubliche Macht breitet sich in deinem Körper aus. Okay, was für ein Stick ist das und wie wird er verwendet? Du hast die Power des Blockbuster Entertainment. So, hier kann ich jetzt einfach so durch. Die Burg ist besiegt. Diese Kraft ist schon mal richtig praktisch. Das werden wir auch gleich sehen, warum. Ich kann jetzt hier wechseln. Keins Bumerangs verschießen. Zwei Stück immer gleichzeitig. Und glaub mir, das ist ein enormer Vorteil. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch den Gremlin Stick zurückbringen. Aber ich versuche trotzdem. Oh, die Dinger, die hat man noch nicht. Die kommen jetzt anscheinend dazu. Die hat man noch gar nicht als Gegner. Ich glaube, die tauchen auch erst auf, wenn wir den hier besiegt haben. Ja, jetzt kriegen wir nämlich zwei schon. Ja, ja. Dann müssen wir als erst zu dem zurück. Bei der Gelegenheit hole ich mir noch ein paar Leben.
Merkt ihr den Unterschied? Ah, die Schilder sind leider unzerstörbar. Egal welche Kraft ihr einsetzt, die Schilder halten. Ich meine, ein Schild beschützt zwar in gewisser Weise vor Feuer, aber... Das sind wieder schwache. Ja, es kommt auch darauf an, was für einen Gegner ihr habt. Jetzt müssen wir den Weg zurück. Nicht ins Feuer fallen. Das kostet euch ein Leben. Ich glaube, man konnte ab einem gewissen Punkt tatsächlich nicht mehr im Spiel zurück umkehren. Ich tauche immer da auf, egal wo ich reinlaufe. Das ist komisch. Das ist er. Ich schulde dir mein Glück. Okay, sprichst du was anderes? Ja. Aber jetzt müsste ich was anderes getriggert haben. Was Wichtiges tatsächlich. Ich kann nicht ins Startmenü, das ist voll blöd. Ich habe nicht gemerkt, wie viel von diesen Vitalitas ich habe. Ich frage mich, was er mit den Dingern macht. Ich meine, so ein Talisman, der mich wiederherstellt, wenn ich sterbe, ist in so einer Situation aus meiner Sicht echt was Nützliches. Oh. Zu wenig Vitalitas. Diese Stühle sind voll cool. Hocker mit Schädeln. Aber ehrlich gesagt, in so einer Welt musst du halt nehmen, was du kriegst. Ich stelle mir das nicht so schön vor. Alle Welten, die zerstört... Also wir müssen im Grunde durch alle Welten, die erobert wurden, gerade durch. Und in jeder ist so ein scheiß Palast oder ein Turm oder irgendwas aufgebaut. Also die waren schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir wurden ja auch gerade... Also unsere Welt wurde ja im Grunde auch angegriffen. Kann man sich so vorstellen. Und wir sind halt zum Gegenschlag direkt auch noch übergegangen. Das heißt, wir haben... den Angreifer besiegt und sind auch gleich weiter. Aber es ist schon gemein, dass du... Normalerweise fängst du in Spielen ja mindestens mit 2 Leben an oder mehr. Oder in Super Mario waren es immer 5. Okay, ich habe vergessen, wie ich da durchkam. Ich muss... Irgendwas habe ich falsch... Irgendwas habe ich vergessen. Yay, yeah, Boomerang Power. Ich muss vielleicht mit... Vielleicht muss ich noch mit irgendjemandem sprechen, der mir sagt, dass das Ding offen ist. So ein Mist. Ja, das Level hat man ja noch gar nicht. Aber tatsächlich später habt ihr ein bisschen Abwechslung von den Levels. Auch von den Gegnern. Komisch, wir hatten schon 2-mal diese komischen Viecher, die aus dem Boden kommen. Die waren auch in der Spielebeschreibung tatsächlich drin. Ich habe das jetzt ohne Spielbeschreibung hier. Dieses Spiel, muss ich auch mal sagen. Ich habe bloß das Spiel, das habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Da habe ich gedacht, boah, das musst du dir jetzt gönnen. Super, das musste ich mir auch gönnen. Das halt Spiel aus der Erinnerung. Wer kennt das? Als Kind gespielt, musst du als Erwachsener unbedingt nochmal spielen. Also es war ein wirklich doofes Spiel. Ich habe auch nicht mehr so viel Gameboy-Spiele, wenn ich ehrlich bin gerade. Ich müsste mir tatsächlich noch ein paar zulegen. Mit irgendwem musste ich sprechen. Der hat mir nur das Passwort gegeben. Könnt ihr eigentlich auch machen lassen. Yeah. Güky XS5G. Da sehen wir unsere... Ich weiß nicht, ob die Vitalitas auch gespeichert wurden, aber ich weiß, dass... Hast du ihn zurückgebracht? Ja. Wieso dein? Ja, haben wir doch.
haben wir doch gemacht. Sagen jetzt alles. Habe ich das nicht gemacht? Magic Buster Fingernails. Ja. Ah, so können wir mal unser Leben sehen. Ah, ich muss es benutzen. Ich muss diesen Typen benutzen, damit ich weiterkomme. Natürlich. Ja, ich kann meine Kraft zurückspülen. Oh nein. Ich sehe, der König hat sich meine Flammen einverleibt. Früchtebrand, beeil dich. Nimm diese Kerze und... Das Poltergeist. Poltergeist ist ein deutscher... Ach, egal. Zum König Darkhorn. Du hast die Kerze des Poltergeist. Okay. Komme ich jetzt endlich bei dem Typen durch? Sagen die jetzt immer noch dasselbe. Okay, ich muss mir merken, ich muss Menschen benutzen, um weiterzukommen. Das ist ganz wichtig. Also ich muss Menschen und Herrscher unbedingt benutzen, das ist wichtig. Übrigens, auf dem Gameboy-Cover ist unser Früchtebrand hier grün. Wenn ich dann denke, mache ich mal ein Bild von dem und... Vielleicht soll ich einfach das Bild von dem Spiel nehmen, abfotografieren und da einfach immer meine... Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, wie ich die Thumbnails mache. Ich weiß nur eins, ich muss sie, glaube ich, heute machen. Oder morgen spätestens. So, ich habe jetzt diese blöde Kerze. Und jetzt lass mich durch. Ja, yeah, da haben wir sie mal wieder. Die sind immer noch sofort tödlich. Aber wir können wenigstens besser über die Gegner drüber fliegen. Wie ihr seht, geht deutlich einfacher. Wir sind zwar immer noch sofort tot, wenn wir getroffen werden, aber... Darf ich jetzt? Gehst du um den König zu finden? Dieser Palast ist hier, aber... Es ist wie in den Tod zu laufen. In des toten Arm zu laufen. Ich würde da nicht hingehen. Doch. Schlussendlich. Das ist, Dies ist die Panzerung des Drachen. Möge es dich am Leben erhalten. Oder möge es dafür sorgen, dass es dir gut geht. Jetzt haben wir mehr Leben. Armor Dragon, CD, PGS, keine Ahnung. Live 3, wie ihr sehen. Wenn du nordöstlich gehst, durch die Höhle, erreichst du den Palast. Ach, ich wusste, es war ein Level. Auf jeden Fall haben wir jetzt 3 an Leben. Interessante Höhle, oder? Ich muss durchs Wasser. Ach, die schwimmen schneller, wenn... Ich darf übrigens nicht runterkommen, weil dann bin ich tot. Ey, der hat sich festgepackt, hab's gesehen. Wenn ich unten durchkomme, war's das schon? Wow, also... Diese Höhle ist sowas von mächtig. Jetzt müsste gleich der erste Schnitt von dem... Von dem Aufnahmeprogramm kommen. Da ruckelt's immer ein bisschen. Ja, wenn du nördlich gehst, findest du den Palast. Achso, wir haben ihn noch gar nicht. Hier, the power of the blockbuster können den härtesten Stein zerbrechen. Der hat einen Recreation Spell, den brauche ich aber noch nicht. Einige Ghule haben die Seiten gewechselt. Sei vorsichtig. Den kann ich kaufen. Ich glaube, der will jetzt schon 16 haben. Nee, der will noch 8.
Dann war es, glaube ich, beim nächsten. Der nächste will dann sofort schon 16. Und das geht bis zu 32. Man merkt den Unterschied. Allerdings findet ihr auch mehr. Ja. Ah ja, hat sehr viele Potions und... Also viele Tränke. Ach so. Hatte ich die schon? Ja. Mehr ist ja auch nicht, oder? Klingt auch an. Ich habe gehört, er wurde von den Zerstörern getötet. Hey, quatsch mir doch mal dich an, ist bestimmt wichtig. Feuerbrand. Lass mich deine Stärke testen. Ich könnte mich speisehalber abknallen lassen. Müsste ich überleben. Yeah! Wir sind zum Igel geworden. Wie ihr seht, wir haben 2 Leben verloren. Ist anfangs tödlich. Ich habe gar nichts gekriegt. Du Arsch. Du hast die Flügel des Falken. Ah. Ja, ja. So, machen deine Flügel stärker, das kannst du länger fliegen. Das ist wichtig. Ich wusste, es gab irgendwo was. Ich wusste nur nicht mehr, was es war und wo es war. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das sollten wir eigentlich noch gar nicht... Die sollten wir noch gar nicht finden. Wir müssen in das Dorf gehen. Es ist einfach so ein Ding. Wenn ich schon mal hier bin... Ja, klar. Der hat so ein kleines Haus und wenn ich reingehe, ist es viel größer. Ah ja. Wir wurden gefangen und hierher geschmissen. Wie geht's dem Reich? Oder was im Reich passiert? Ah ja, der Weg wurde blockiert, aber wenn wir nur diese Flügel hätten, könnten wir dahin. Natürlich, die wissen auch davon. Hey, du. Was machst du? Wenn du umherstreunst, esse ich dich auf. Hey, du. Von mir aus, versuch's doch. Ich bin nicht sehr bekömmlich, das weiß ich. Ich sah einige starke Flügel. Ah. Er hat die Flügel gesehen hinter dem Palast. Das ist der Hinweis, den wir bräuchten. Eine ausländische Armee. Okay. Hat hier vor langer Zeit angegriffen. Könnte ich derjenige sein? Was? Also das ist das, wofür die NPD auch Angst hat, dass eine ausländische Armee angreift. Drum wollen die alle Ausländer raus haben. Darum ist tot. Warum schließt sich nicht uns an? Warum was? Er sagte ja, schließt sich uns an und dann, wir wurden gefangen und hergebracht. Wie geht's dem Reich, Ja, ja. Hey, der hat die falsche Stimme. Das war falsch. Der hätte eigentlich die Stimme haben müssen. Ja, und der die normale. Schlecht getestet, sage ich da mal nur. Das hat keiner gemerkt. Okay, der gibt uns das Passwort. Ich hol's mal kurz. Ihr könnt übrigens, wenn ihr spielen wollt und schneller vorankommen, könnt ihr diese Passwörter wirklich verwenden. Die funktionieren. Oh, hoppla. Na, ich werde es merken. Kurz bevor ich ausmache, hole ich die Dinger eh und dann werde ich es auf jeden Fall sehen. Da geht's auch nicht weiter. Hier ist es ganz wichtig, dass wir erst hier hinten hingehen. Wenn ihr das nämlich vergesst, dann könnt ihr es nie wiederholen. Wenn ihr ab einem bestimmten Punkt seid. Okay, macht nur einen Schaden. Und das ist halt echt. Wie ihr seht, unsere Flügelspanne hat sich schon deutlich erhöht. Das ist halt dann wirklich beschissen. In einem Durchspielen habe ich das wirklich mal vergessen. Da habe ich gedacht, oh, ist ja bloß so ein Vitalitas und...
Die Essenz des Soul-Streams. Also, das ist die Essenz, die jeder Streamer hat. Kennt jeder. Hier oben war nichts, war da unten, nö. Hier müssen wir durch. Ja, ja, ja. Oh. Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, was man damit machen kann. Kommen wir noch dazu. So, mit dir müssen wir noch quatschen. Du wirst nicht lange genug leben, diese Flügelspinne. Ach, ich hätte ihn vorher ansprechen können. Okay, die Viecher sind neu, oder? Die konnten, glaube ich, ihre Köpfe abmachen. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Da haben wir noch nicht die nötige Feuerkraft, um sie schnell zu bezwingen. Yay! Ich glaube, das sagt anfangs, du... Oh, hoppla, Entschuldigung. Ich glaube, das sagt anfangs, du wirst hier eh nicht durchkommen ohne die Flügel. Und du kannst nicht gegen ihn kämpfen und dann, du wirst sie nicht schnell genug benutzen können. Du wirst nicht dazu kommen, sie benutzen zu können.